Hey alle zusammen, willkommen bei Grounded. Ich, der Jay Gatsby, und ich habe mit dabei den Marcel heute wieder. Hallo Marcel. Hallo. Hallo. Gut, ja, beim letzten Mal haben wir hier aufgehört. Und dementsprechend starten wir weiter. Wir brauchen Fussel, jede Menge Fussel. Und dann lass uns mal loslaufen. Ich glaube, die Richtung hier ist nicht schlecht. Würde ich sagen. Nee, das sieht gar nicht so gut aus hier. Sieht gar nicht so gut aus. Abgesehen davon, dass wir hier Salzbrocken haben. Ich habe aber keinen Platz mehr in der Tasche. Vom letzten Mal keinen Platz mehr in der Tasche. Hier ist ein Blinky, Blitzer. Ah, Moment. Wieso wechselst du nicht? Ah. Wo ist er hin? Hey! Der wechselt. Ach so, ja, geht nicht. Armbrust. Jojo. Nee, meine Tasche ist voll. Ich müsste Schild und Degen ablegen. Und dementsprechend konnte ich keine Armbrust nehmen, weil das ja eine Zweihandwaffe ist. Verdammt. Verdammt. So ein Ärger. Ja. Noch eine Kiste? Ja. Lassen wir sein. Nö. Nee, ist Salz. Ja, brauchen wir jetzt auch nicht. Ich habe keinen Platz in der Tasche. Lass weiter. Lass uns weiter. Okay, hier sieht man jetzt nicht, was es ist. Hm? Moment. Ich sehe da gar nichts. Ah, doch, da. Hm. Auch Salz. Auch nur Salz. Na, blöd. Lass uns hier nicht für länger aufhalten, würde ich sagen. Ja, war ja nur kurz um gucken. Ja, yeah, ja, yeah, nee, alles gut, alles gut. Alles schön. Wenn es eine Kiste gewesen wäre, hätte man sich's merken können. Zum Beispiel. So, Quarzit haben wir hier auch liegen. Brauchen okay, wir auch erstmal nicht. Kann ich mich erinnern. Da war das wahrscheinlich hier rechts. Nee, hier nee, links, nee, links, links, genau. Und aufpassen, hier ja. Rechts läuft dann auch immer noch ein Blinky ja. Blinky rum. So, hier so. Da. Da ist er. Nein! Verdammt. Nein! Dein Scheiß Ernst? Fuck! Ey, los, Larve, hau ab! Ey, wenn. Den. Oh, boah. Ja, mit den Larven ist nicht schön und mit den Blitzern auch nicht. Kein bisschen. Eine verdammte Millisekunde. Jo. Ey, der war genau auf seine Richtung gezielt. Wollen wir wirklich hier lang gehen? Na hier rum, ich wollte erst von den Larven da weg. Ja, weil wir haben doch hinten eine Treppe gebaut. Da brauchen wir doch nicht durch den Grill und unsere Rüstung schrotten, beziehungsweise... Hab ich doch gar nicht vor, wir müssen doch eh da rum rauf. Ja, deswegen ja. Darum ja. Ich wollte nur den Larven da hinkommen. Mehr ja, nicht. Ja. Weil wir hätten ja auch am Grill hochgehen können, um entsprechend hochzukommen. Aber das brauchen wir ja gar nicht. Nein. Da ist ein Tropfen. Brauche ich einen Tropfen? Ja, einen Tropfen wäre nicht schlecht. Hier vorne, dahinter. Moment, da. Moment. Oh, zack. Wo bist du? Da. Nämlich. Okay. Und geradeaus am anderen Stein siehst du ihn. Ursprünglich am anderen Stein siehst du ihn, ey. Nein. In meiner Richtung. Wäre das sinnvoll? Vielleicht. Weiß ja nicht, wo du geguckt hast. Hier rüber springen. Hä? Da hängt noch einer, oder wie? Ja, da hinten am großen Stein. Da. Bei mir? Da, hängt ganz dezent zeige ich dir erst hier. Hier. Jo. Mhm. Okay. Hast du ihn ja, gefunden? Ja. Wow. Ja. Wow. Alter, das ist ein Bienchen. Musst du auch trinken. Liebe Zuschauer, es tut mir leid. Diese Fantasievorstellung von Marcel, dass hier ein Tropfen hängt, ist Wahnsinn. Nein, das liegt an Grounded. Also da ist kein Tropfen bei mir. Moment, machen wir mal kurz einen Trick. Ja, jetzt ist er da. Guck mal an. Ja, yep, hier unten. Jo. Ich wollte nicht dämlich aussehen, dass ich dagegen haue, ohne dass da was ist, weißt du? Na klar, ja, ist klar. Ja, wenn du jetzt dagegen gehauen hättest und da wäre nichts passiert, dann hätte ich nicht doof dagestanden. Darf ich vorstellen, Leute, dies ist nicht Jay Gatsby Guides, dies ist Jay, der Märchenerzähler. Ja, bestimmt, ganz genau. Ah, komm her, ich piek's dir im Po. Den brauchen wir jetzt auch nicht. Tschüss. Nee, da habe ich jetzt
Ah, und jetzt können wir mal hier ein Fahrrad testen. Du meinst ja letztens, man kommt hier rauf. Jetzt lass mich mal überlegen. Kommen wir bis auf den Tisch? Bin mir jetzt gerade gar nicht ganz sicher, aber das können wir mal ausprobieren. Halt, wo bin ich denn hier hochgekommen? Hm, bist du schon oben? Nö. Na komm. Nicht mal da hoch. Oh. Ja, und für den Fall der Fälle, dass ihr es noch nicht gesehen habt, hier oben über den Sattel könnt ihr vom Tisch aus auch rüber zu dieser Laterne, weil da befindet sich nämlich auch noch pure Wissenschaft. Die auch nochmal 500 Punkte bringen. Also pure Wissenschaft. So, wie sieht's aus? Wo bist du? In meiner Nähe? Stimmt, hier kommt man ja auch rauf. Was ich letztes Mal hatte, war ganz oben auf dem Tisch. Das. Ja, das geht nicht. Nein. Auf den Tisch da oben kommen wir von hier aus nicht. Das funktioniert nicht. Aber von hier aus ja. So, jetzt müssen wir ganz kurz gucken. 25 Fusseln können wir einsammeln. 11 habe ich. Ich habe 4. Ach, Moment. Ich mümmel mir mal fix was rein, dann habe ich Platz. Gut. So, wenn ich jetzt kurz die Waffen wechsle. Ja. Mach ich so. Ja, nee, das mache ich 5, so. Und dann die 7. Und zack. Gut. Mhm. Den kann ich, na, jetzt kann ich hauen. Und wenn so ein blödes Vieh ankommt, drücke ich Q. Und kann gleich damit hauen. Naja. Ich dachte eigentlich, wir wollten uns um die Milben dieses Mal nicht kümmern. Nicht wirklich. Ja, ich wollte nur einmal testen, ob das mit Münze wirklich besser klappt. Achso, ja, stimmt, ja. Okay, auf den Tod. Ja. Ich mein. Lauf. Ja. Weich den Krieger an aus. Ja. Ich habe da auch keinen Nerv drauf. Also zu häufig. So, da hinten sehe ich schon mal Fussel. So, das heißt, einmal durchlaufen hier. Geronimo! Attacke! Ah! Wieso konnte ich eigentlich beim letzten Mal keine Fussel aufheben? Schau mal, geht's doch. Ich meine, ich habe ja Fussel dabei. Wow! Die verlangsamen einen ganz gut hier. Ja, also die Keule, das funktioniert eigentlich. Ja. Aber da du ja fast permanent keine Ausdauer hast. Ich? Doch. Ja, aber nicht hier. Ach so, mit der Keule, ja klar. So, wie sieht's aus bei dir? Ja, ich habe jetzt 2 Knoten geholt und mehr haben wir jetzt nicht, wie es aussieht. Ne, ich habe ja schon welche eingesammelt. 3 Knoten? Warte. 2 oder 3 waren es. Ich guck gleich nach, wie viele Fussel da sind. Ich will jetzt nur erstmal hier dem Stress aus dem Weg. Dann haben wir alles dann runter hier. Jo. Kann man übrigens... Blablabla, ärgert euch. So. Ganz genau da, wo Marcel gerade hochgesprungen ist, den Sattel. Ich hoffe... Ja, nein! Oh, nö! Fuck! Ciao! Jo! Also über den Sattel kommt ihr dann darüber zur Laterne. Ja, gut. Jetzt kann ich aber wenigstens nachgucken. Hui. Also ich habe jetzt 17 Fussel. 17 Fussel. Jo. So. Ich habe 21. Nein, ich habe hier einen schwarzen Marienkäfer. Weg. Hau ab. Noch einer. Ja. Nein! Kannst behalten. Hier war das lang. Mhm, definitiv. Ich will den auch nicht. So, weil das Problem ist, bei den Fusseln, du brauchst 5 für ein Seil. Das dreht mich ein bisschen auf. Das müssen die auf jeden Fall anders machen. Definitiv. Also 3, okay, kann ich akzeptieren. Besser wäre 2. Aber 5, ich bitte. Nee, das ist ein bisschen viel. Allerdings seht ihr ja, wie leicht man auf den Tisch kommt. Und von daher nicht ganz so... Ups. Dramatisch. So, jetzt lass mal überlegen, wie war denn das so gleich? Sandkasten.
Wie bitte? Weil die... Oh. Hm? Nein, nein, nein! Was hast du denn? Wir waren Blinker, der kam hier. Hier kam der an. Wo ist das? Okay. Oh, mein Gleiter. Was? So. Jo. Wir brauchen Kleeblatt, zwei Pflanzenfasern und zwei Sprösslinge. Aber willst du eine Markierung bauen? Ja. Gute Idee. Arschloch-Ding ist auch hier. Oh, Sprösslinge kann ich nicht aufheben. Die. Ja. Die Verfügbarkeit und Nutzung von den Teilen, die Relevanz davon ist ein bisschen zu krass. Definitiv, ja. Die Relation. Ja, weil du brauchst es ja für die Böden schon extrem. Mhm. Und dann brauchst du 5 für ein Seil? Ja, ist heftig. Weiß ich nicht. Ich finde das ein bisschen heftig. Also mit dem, was ich hier habe, 5 Stück, das heißt noch nicht mal 4, also 3. 3 davon können wir gerade mal herstellen. Wie viel Fussel hast du jetzt? 21. Ja, ich habe also auf dem Tisch 13 aufgenommen. 4 hatte ich ja vorher schon. So. Ich habe immer noch keinen Platz. Verdammt. Nein! Ach komm. Das ist doch nicht euer Ernst. Ach, na! Er muss unbedingt draufhauen. Gut. Ja, denkst du, ich würde hier auf die Fresse kriegen, wenn ich hier die Markierung mache? Hm. Bin extra der Sache aus dem Weg gegangen. So, ich würde sagen, wir machen das Zeichen und das machen wir so. Dann wissen wir ganz genau. Blitzer. Funkel, Funkel. Blitzer. Jo. Ja. Gut, das ist eine gute Idee. Wo wir noch mehr auf die Fresse kriegen. Nee, besser nicht. Besser nicht. Jetzt ist die Frage, also... Oder machen wir es anders. Ich frage mich gerade, ist es nicht besser, doch zurück in die Base, um das da alles herzustellen? Um dann... Nee, macht keinen Sinn. Nein. Nein, macht keinen Sinn. Jay? Ja, bitte? Was denn? Was ist los? Hast du hier vielleicht X gedrückt? Nein. Das hat keiner von uns getan. Weißt du auch warum? Siehst du hier eine Markierung daneben? Nein. Dann schau mal, wo die Markierung ist. Sehe sie, da. Ich sehe keine. Da, da ist die Markierung, da. Da. Ich sehe keine Markierung. Okay, pass auf. Halt, 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 halt. Guck mal in die Richtung. Ja, ich sehe einmal etwas, Wohnhäuschen. Noch etwas ein Wohnhäuschen. Höher, etwas höher. Nein, du sollst in die gleiche Richtung gucken wie ich. Da. Ja. Okay, alles klar. Denn die hier, die hatten wir ursprünglich mal gehabt, aber das war uns nicht schnell genug. Ich war einfach nur geschockt und wurde gerade alles hassen. Ja, hättest du mal gedacht. Hat sie gedacht. Leck mich doch am Arsch. Übrigens, hier, die Treppe ist auch nicht da. Hätte ihm auffallen müssen. So, mal gucken hier. Seidenseil 45. Holla, die Weitweh. Das war eine ganze Menge, ja. Nö. Wolltest du nur nochmal gezeigt haben. Achso, ja, wollen wir denn jetzt nach Hause oder reicht uns ein so ein Teil? Weil wir müssen ja erstmal die Blaupausen anpacken. Ich würde sagen, wir gehen jetzt auf den Tisch hoch. Da liegt übrigens eine Feder, falls du noch nicht gesehen hast. Dann sehen wir mal zu, dass wir uns die Feder auch noch holen. Hä? Und dann rüber zum Sandkasten. Aber ich sehe keine Feder. Also ich ja. X. Ich sehe doch eine Feder. Also von meiner Sicht aus sehe ich nichts. Doch. Eine bekloppte Biene sehe ich da oben, ja. Warte mal, gucken wir doch mal. Okay. Also auf der Sitzfläche links neben der Brille siehst du keine Feder. Nö. Da ist eine. Irgendwas wackelt da, aber ich denke mal, das ist eine Biene. So, ist dasselbe Thema wie mit dem Tropfen Wasser, wa? Jo. So, wo ist die Schaufel da? Müssen wir hier runter und dann einfach geradeaus. Ja. Oder ich laufe noch ein Stückchen hier lang. Ein Stückchen über die Steine und dann dahin, ja. Na, los. Ja, denk dran, da sind aber Spinnen und so. Och nö, das wird schon gehen. Mhm. Ein Läuschen. Sag,
sagte er und wurde gefressen. Nö, auf was? Nö. Ich hoffe, er wird gefressen. Nein. Nein, nein, nein. Wir müssen es gleich erschlagen. Kann ich den Spaten auf den Kopf hauen, ja? Das will ich sehen. Das will ich sehen da. Oh, gleich den ganz großen da. Zack, boom. So, da. Achso, so, auch für die Zuschauer. Komm mal kurz mit. Nein, ich habe keine Zeit dafür. Ich bin gleich beim Spaten. Nein, doch, das ist eine ganz wichtige Information. Ich habe hier einen Bombardierkäfer. Der muss ja auch wieder zurück. 52, 53 Zentimeter. Nö. Nö. Hättest du mal sofort gehört. Gut, wenn die Zuschauer das jetzt nie erfahren. Nö. So, was ist los? Nö. Was ist los? Da. Du siehst einmal diesen Infizierten und ja. Die... Ja, das infizierte Dingsbums-Zeugs. Ja, wieso? Ja, und daran sind wir schuld. Wieso? Der Nebel, den wir ausgeschalten haben, der hat ursprünglich das Zeug in den Nebel gehalten. Jetzt, wo wir den Nebel ausgeschalten haben, verteilt sich das alles im ganzen Garten. Cool. Also, wer das nicht will, sollte den Nebel nicht ausschalten. Hm. Jo, könnte hilfreich sein, weil immerhin ist es ja so ein Unkrautvernichtungszeug, was da rausgekommen ist die ganze Zeit. Aus der Giftspritze. Richtig. Oh, Mist. Wir haben eh keinen Platz. Was denn? Für den Bombardierkäfer. Nee, ich hau ihn doch nicht. Ja, ich hau ihn auch ab. Dann hast du Platz. Wieso? Weil du schon 5 Bombardierkäferteile dabei hast? Achso, ja, Moment. Bombardierkäfer habe ich ja dabei, na klar. Da sind sie doch. Ja. Ach, scheiß drauf. So, Moment, wo ist der Spaten? Verdammt, jetzt muss ich wieder einen Spaten suchen. Verdammt, verdammt. Nein. Rechts? Nein. Zurück, stopp. Warte. Stopp. Was ist los? Hm? Hör doch mal, wenn ich sage nach rechts, dann gehst du nach rechts. Ich bin so schön drauf zugelaufen. Genau so, wie das läuft, geradeaus weiter. Mann, Mann, Mann. Ah ja, da. Gut. So, mein Gleiter ist noch nicht ganz kaputt. Kriege ich aber hin. Hey. Ne, geht nicht. Ich sollte den aber jetzt austauschen. Ja. Erstens habe ich dann auch Platz, weil den schmeiße ich nämlich jetzt weg. Den brauche ich nicht. Essen habe ich noch. Jo. Gut, auf geht's. Und wer das nämlich noch nicht gesehen hat, das ist eine wunderbare Sache. Sein Seil solltet ihr dringend dabei haben. Weil man vom Tisch zum, Oh, ganz viele Bienen. Zum Sandkasten super dann rüberkommt. Denn die erste Seilrutsche müsst ihr nämlich selber bauen. Das Ganze ist schon vorbereitet. Juhu. Hier komme ich gar nicht durch. Nein. Haben die das verschoben? Gibt's doch gar nicht. Hey. Hast du die Feder jetzt gesehen? Nö, hab grad andere Probleme. Achso. Das Bienenproblem wieder. Ja. Mach mich ganz doll lieb. Bist aber nicht zufällig schon wieder runtergefallen deswegen, oder? Nö. Boah, ja. Der, hau doch ab, Mann. Die sind richtig lästig, ja. Ich hoffe, ich fahre jetzt nicht runter. Nein. Oh mein Gott. So, dann müssen wir hier über den Nagel. Yep. So. Nein, 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 nein. Komm, ich hänge. Ich hänge fest. Na, komm. Alles klar, Bina. Hm. Knall die Wand. Ja. Oh, nö. Ist schon wieder sauer auf mich. Boah, jetzt. Uff. So, einen Platz habe ich frei. Das heißt, ich kann die Feder mitnehmen. Juhu. Und idealerweise habe ich keinen Stress mit den Bienen hier.
Warum wohl? Ja, weil ich einfach die Feder will und dann weiter. Nein, weil die Biene schon abgelenkt ist. Mist. Warst du schon hier und hast die Feder geholt? Nö. Aber jetzt liegt sie nicht mehr hier. Sicher, dass du eine Feder gesehen hast? Ja, na klar. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr sicher bist du dir? 20. Gibt's doch nicht, hier ist die Brille. Und da hat sie gelegen. Alles so ist ein gut, Dreck. Jay. Alles ist gut, Jay. Das gibt's ja, doch nicht. Ja, da lag eine Feder, Jay. Alles ist okay. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Den Weg hierher umsonst gemacht. Wie geil ist das denn? Vielleicht ist er doch da. Ausprobieren. Irgendwo hier rumhacken. Komm, komm. Nö. Sieht nicht danach aus. Ja, ja, ist ja gut, ist ja gut. Los, ein bisschen Ausdauer und dann laufe ich hier wieder weg. Tschüss. Niedlich hört sich das ja schon an, ne? Von den Bienen das Geräusch. Finde ich. Zumindest. Jo. Allerdings, wenn ihr noch was habt, was wir noch machen könnten, also Ideen und so weiter, gerne in den Kommentaren oder wenn euch was nicht gefallen hat oder doch gefällt oder nein, andersrum. Wenn euch etwas gefällt, dass ihr es reinschreibt oder eben halt auch Vorschläge, was wir noch machen können. Lass mich doch in Ruhe, du blödes Ding. Ich gehe diesmal den sicheren Weg, ja. Jo. Gut, okay, die Biene bin ich los. Sehr schön, ja. Okay. So, hier war auch mal die Überlegung, diese Burg, Schloss, was auch immer, Burg, ja, als Basis, also auch als Außenposten zu benutzen. Allerdings hier das Material hochzukriegen, ist einfach nur purer Stress. I don't have a death wish. So, dale. Also unsere Seilrutsche zum Sandkasten haben wir hier. Wer es noch nicht gesehen hat, da hinten ist eine Sandburg und da haben wir unseren Außenposten eingebaut. Also schon mal angefangen. Bist du durch den Sandkasten oder einmal links rum? Links rum. Ah, dann gehe ich rechts rum. Hä? Cool. Ich habe gerade einen Bug. Was denn? Spawn-Bug. Ja, und was ist gespawnt, was gebuggt ist? Diese Ameisen-Viech da. Ja. Der ist nicht in seinem Loch, sondern hier oben. Bei uns. Im Außenposten. Nö, kann er nicht. Ja, davor. Oh. Okay. So, Delay. Bin gleich da. Oh, ich lasse ihn so lange in Ruhe. Wieso? Achso. Ach, da bist du. Du bist ja ends weit weg. Nö. Ich bin da rühren wollen. Ja, ich auch. Bin gleich da. Ja. Jo. Gleich ist gut, wenn du entweilen weg bist, wie du das so schön ausdrückst. Du bist 127 cm von mir entfernt und ich bin an der Burg nicht so weit. Du bist nicht an der Burg. Doch? Ja, ich bin an der Burg. Guck doch mal nach, wo ich bin. Ja, ich sehe dich. Und ich bin hier bei der Brücke. Ja. So, wollen wir doch mal gucken, was er da gesehen hat. Nicht nur gesehen, sehe ich immer noch. Das heißt noch lange nicht, dass ich das auch sehe. Das haben wir ja festgestellt, mehrfach. Na, wäre eigentlich schön. So. Ich bin da. Siehst du den nicht, oder? Da ist ein Ameisendings. Ja. Löwen. Das ist genau der, der eigentlich da ein Loch drin sein sollte. Ja, das sehe ich auch so. Denn immerhin schmeißt er mit Ameisen. Definitiv, ja. Ah. Bin noch ein wenig verlangsamt.
Na, mal gucken, wenn er tot ist, ob er dann auch hier liegt oder unten ist. Ja, ist ja gut. Ey, Mist. Na. Ach komm, hör auf. Ewig machen die Stress hier. Ne? So, mal gucken. Jetzt müsste eigentlich, ja, das Loch ist unten trotzdem aufgegangen. Da ja, ist gerade die Wolfsspinne hochgeploppt. Was? Die kämpft gerade mit jemandem. Mit wem? Keine Ahnung. Wollen wir mal nachgucken? Ah ne, da hinten. Die Wolfsspinne ist tot. Cool, ja. Vom Ameisenlöwen kaputt gehauen. Ja. Tja, dumm gelaufen, wa? Jo, für die Spinne. Definitiv. Gut, nicht lange Content-Stretching hier, auch wenn es gerade spannend war. Du bist doch derjenige, der alles in die Länge ziehen will. Oh, guck mal hier und lass uns doch mal da. Ja. Ah, noch einer von denen. Ja, den mache ich schon. Oder den anderen. So. Ja, hol dir den, der wo du jetzt auch zuläufst. Viel Spaß. Oh, jo, das sind zwei. Nö. Zwei ist ein bisschen viel. Pussy. Wow. Pass auf, Mann, der kommt gleich raus. Hast du Schaden gekriegt? Nö. Gut. Gut, wunderbar. Hey. So, wollen wir mal schauen hier. Oh. Auch schön. Seht ihr das? Passiert ab und zu auch mal in Grounded. Seltsam. Was? Nicht? Zuschauer haben es gesehen, so. Ich will gar nicht wissen. Gut, besser so. Okay, Ton haben wir nicht und roter Ameisenbrocken haben wir nicht. Dein Ernst? Ja, mein Ernst. Ich habe doch gesagt, meine Taschen sind voll. Ich habe doch wohl gesagt, was du mitnehmen sollst. Meine Taschen sind voll. Zum zweiten, dritten und verkauft. So. Alter. So, grobes Seil hast du. Komm her. Mach ran. Nö, habe ich in die Kiste gepackt. Ah, okay. Ja, brauchst du nicht bauen, ist aber. Kriegen wir jetzt nichts fertig. Ja. Ach so. Puzzle-Sahne hast du auch schon reingelegt. Ja, sehr gut. Marcel. Mhm. So. Das kommt hier auch schon mal rein. Das auch. Ja, das brauchen wir auch hier. Das auch. Und den lasse ich auch hier. Jo. Wow, ganz schön voll geworden hier. Ganz schön voll geworden. Hui. Okay. Grobes Seil muss ich trotzdem noch rausnehmen. Ha, witzig. So, rein damit. Gut. Nein! Ernsthaft? Ah. Es ist ätzend, ey. Ich hatte das extra mal eingestellt, dass ich die Kiste aufmachen kann, auch mit Maustaste. Hat allerdings nicht ganz so gut funktioniert. Also es hat schon unterschieden. Also es wurde unterschieden zwischen Maustaste, also angreifen oder eben halt Kiste öffnen. Nur wenn ich dann kämpfen wollte, dann hat das nicht so ganz funktioniert. Also es war ein bisschen schade. Muss ich ganz ehrlich sagen. Weil eigentlich ist das eine tolle Sache. Sehe ich so. Jo. Gut. Okay, also. Einiges habt ihr gesehen. Einiges haben wir angefangen. Ein bisschen was müssen wir noch holen. Die Taschen sind leer. Juhu.
Alles klar. Also, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.